Palim, ich habe euch vor geraumer Weile, oh schlechtes Licht, so ist besser, vor geraumer Weile mal gezeigt, wie ich mein erstes Softcover genäht habe. Und ja, ich habe euch aber noch nie die Signaturen gezeigt, die ich da jetzt mittlerweile eingenäht habe. Und zwar sind es 4 Stück an der Zahl. Ich habe lange hin und her überlegt. Ursprünglich wollte ich nur 3 haben, aber dann konnte ich die nicht vernünftig positionieren und irgendwie fand ich das doof. Und dann habe ich halt doch 4 genommen, aber ich bin immer noch unschlüssig, ob ich das gut finde oder nicht. Was mir allerdings sehr gut gefällt, ist, wie ich sie eingenäht habe. Denn hier seht ihr, dass ich sie mit so einem, ja, Cross-Stitch, mit so einem X eingenäht habe. Da oben auch. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ich hätte vielleicht ein dickeres Garn nehmen sollen, damit dieses X hier besser zur Geltung kommt. Ja, aber es sind dann alles so Sachen, die ich vielleicht beim nächsten Mal anders mache. Was mir immer noch besonders gut gefällt, ist einfach hier diese Aussparung, sodass man ein bisschen von der Signatur sieht. Das finde ich einfach super. Dann wollen wir mal aufschlagen und reingucken. Mein Gott. So, so sieht's aus. Ich habe euch ein bisschen näher rangefahren, dann könnt ihr es besser sehen. Jede Signatur hat plus minus 20 Seiten, also 20 Blätter, so glaube ich, war das. Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Wir sehen es ja gleich. Hier haben wir ein bisschen Backpapier, das habe ich auch so gefaltet, sodass ich hinterher eine Tasche hier draus machen kann. Da habe ich schon ein bisschen was drauf, ja, kreiert. Ich habe hier unten Inka Gold benutzt. Dann das hier ist eine Schablone, die ich ja, durchschabloniert habe. Das finde ich ganz schön. Das gefällt mir total gut hier mit den Schriftzeichen und der Kirschblüte. Ein bisschen Designpapier, wieder Backpapier. Das habe ich schön geknautscht. Ich finde dieses Geräusch total toll. Und es fühlt sich auch ganz toll an, das Papier, wenn man das so knautscht. So, und hier diese ersten wirklich sehr kleinen Blätter. Konnte ich ja nicht einnähen. Ihr seht, die gehen ja kaum über das Loch hinaus. Und hier oben und hier unten erst sind die Signaturen fixiert. Deswegen habe ich diese kleinen Blätter bis hierhin erst zusammengenäht mit der Maschine. Ja, das auch noch. Genau. Und dann mit der Signatur gemeinsam am Softcover befestigt. Es war alles ein bisschen tricky für mich, weil es halt das erste Mal war und ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, wie ich das am besten mache. Ja, so hat es jetzt gut funktioniert. Ich hatte Angst, dass ich die Seiten dann nicht gut aufblättern kann, aber es funktioniert wirklich super. Ihr seht es ja, es kann ja schon quasi flach liegen. So, hier haben wir kaffeegefärbtes Papier. Das ist 80 Gramm Kopierpapier. Das war schon so vorgefärbt. Dann habe ich ganz viel genäht. Und zwar, ich glaube, immer in Türkis oder in Rosa. Das gefällt mir auch richtig gut. Und das ist auch eine ganz tolle neue Schablone, die ich habe. Da habe ich auch schon durchschabloniert. Aber die Farben weiß ich nicht mehr. Ich habe gemischt zwischen Stamping Up und Distress Ink, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Werbung wegen Markennennung. Nein, ich bin dafür nicht bezahlt worden. Hier habe ich auch genäht. Und dann habe ich unten einfach ein paar der Felder mit Inka Gold bematscht. Oh ja, dazu muss ich was sagen. Also ich habe hier dieses Pöttchen. Ich habe 2 Pöttchen Inka Gold. Einmal Flieder und einmal, ich glaube, es heißt einfach nur Türkis, oder? Petrol. Petrol und Hortensie. So, die habe ich schon sehr lange. Heißt, ach, bestimmt schon 2 Jahre und fast nicht benutzt. Und als ich sie dann jetzt endlich mal nach wirklich langer Zeit geöffnet habe, waren die verschimmelt. Hätte ich nie gedacht. Also Leute, die können schimmeln. War mir egal. Ich habe den ganzen Schimmel abgekratzt, ganz großzügig. Ihr seht, ich habe wirklich viel entsorgt. Ich hatte es wenig benutzt und viel entsorgt. Aber ich wollte es einfach nicht wegwerfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gesundheitlich super toll ist, weil es war ja nun mal Schimmel, ob der da nur oberflächlich ist oder durch die ganze Paste durchgezogen ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es halt großzügig, oberflächlich abgetragen, weggeschmissen und mit Handschuhen benutzt. Keine Ahnung, ob das jetzt was mit meiner Lunge macht. Ich hoffe nicht, aber ich wollte es halt nicht wegwerfen. Zu eurer Info, die können schimmeln. Und die haben auch eine ganz unterschiedliche Konsistenz, ne? Das hier ist sehr weich, eine schöne weiche Paste. Und das hier ist fast wie Wachs.
Also da kann man ganz schwer was abtragen. Ich hatte schon überlegt, ob ich da einfach mal einen Schluck Öl oder sowas drauf gebe und dann versuche, das durchzumengen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir die Paste versaue. Ja. So, also hier habe ich wieder genäht, wie man sieht, und da ist Inka-Gold drauf. Guck mal, wie das glänzt. Auf der Rückseite habe ich das gleiche mit dem Flieder, hätte ich jetzt gesagt. Was war denn das? Wie hieß das jetzt? Hortensie, mit Hortensie gemacht. Dann habe ich hier so ein bisschen, wie heißt denn das? Seidenpapier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es schön. Transparentpapier haben wir hier ein bisschen. Das ist 80 Gramm Kopierpapier. Das hatte ich mit Kaffee gefärbt und dann habe ich das draußen auf dem Balkon, ach Quatsch, auf der Terrasse, auf dem Tisch trocknen lassen und habe einfach eine Schablone drüber gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist so ein bisschen eine Blume zu erkennen. Ein leichtes Muster. Es hat gut funktioniert. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel dafür, aber es klappt gut und das ja, hat mich voll glücklich gemacht, dass das so gut klappt. 80 Gramm Kopierpapier. Das hier ist Verpackungsmaterial aus irgendwelchen Zusendungen. Hier habe ich ein Blatt genäht und dann nochmal mit einer Schablone bemustert. Auf der Rückseite habe ich es dann wieder bemalt. Mal gucken, was ich mit dem Rest mache. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das dann ausschneiden soll. Hätte ich auch eine gute Idee gefunden, so ein Blatt zu nähen und dann das partiell auszuschneiden. Ja, mal gucken, wie ich es mache, weil das hier gefällt mir jetzt so gar nicht. Ja, hier habe ich mit selbstgemachter Strukturpaste schabloniert. Irgendwie ist die gar nicht. Die hat gar nicht so viel Struktur. Aber es ist egal. Es funktioniert gut. Und das bisschen reicht mir auch schon. Hier habe ich wieder ganz viel genäht. Ja. Jetzt wiederholt es sich im Grunde. Backpapier, Designpapier, da habe ich schon so ein bisschen bestempelt. Das finde ich cool hier. Das gefällt mir richtig gut. Nochmal so ein, wie heißt denn das? Das war. Ach, wie heißt denn dieses Papier? Ja, sowas wie Geschenkpapier. Ich weiß es nicht. Notenpapier. Das hier waren drei Seiten. Und zwar eine kleine Buchseite. Dann hier dieses Kopierpapier. Und so ein ganz, ganz dünnes Verpackungspapier, dieses hier. Und das hat mir dann im Nachhinein doch nicht gefallen, weil dieses Verpackungspapier so dünn war, dass ich mir dachte, boah, was machst du denn da draus? Jetzt habe ich die einfach alle drei zusammengeklebt und habe Taschen daraus gemacht. Ja, hier auf der anderen Seite auch. Hier ist eine ganz große Tasche und hier ist eine kleinere. Dieses Ungeknickte finde ich auch richtig schön. Ich habe es festgeklebt. Das gefällt mir jetzt gar nicht, weil es sich nicht mehr schön anfühlt. Nächstes Mal klebe ich es nicht fest. Hier ist ja, so eine Klappe. Ich weiß noch nicht. Ich könnte sie ja eigentlich hier festnähen. Dann hätte ich eine Tasche, aber ich glaube, ich lasse die einfach so, wie sie ist. Vielleicht mache ich auch nur hier unten so ein bisschen. Da auch wieder ganz viel mit dem Inka-Gold rumgematscht. Die Seite finde ich toll. Die hatte ich mir fast versaut. Auch da wieder mit der eigenen Strukturpaste durch eine Schablone durchgedrückt. Dann im Hintergrund auch nochmal schabloniert. So, und dann wollte ich es wissen und habe das Inka-Gold benutzt. Hier oben drauf. Ich wollte halt nur das Erhabene damit machen. Weil aber meine Strukturpaste nicht so viel Volumen gibt. Man sieht schon, es ist auch ein bisschen unter die Form, unter die Schablone gelaufen. Habe ich es mir damit total versaut und war richtig unglücklich. Und dann kam mir die Idee, Mann, ich nehme jetzt einfach Feuchttücher und wische das wieder ab. Ihr seht, ich habe es nicht abwischen können, aber ich habe es richtig cool verteilt, wie ich finde. Und jetzt gefällt es mir richtig gut wieder, weil halt das Muster wieder rauskommt. Also die Farbe auf dem Muster drauf hat es eigentlich nur erstickt. Und jetzt habe ich halt dadurch, dass ich es verschmiert und verwischt habe, habe ich quasi den Hintergrund gefärbt und das Muster kommt halt wieder toll zur Geltung. Ich liebe diese Seite. Oh, die Hunde sind da. Ich muss mal eben die Tür schließen. Okay, weiter geht's. Das ist Aquarellpapier, genau. Wieder ein bisschen genäht. Könnt ihr das sehen? Ja, oder? Ja. Dann DIN A4-Papier. Das war so eine Heftseite, meine ich. War das eine Heftseite? Ja, da sieht man noch die Linien. Habe ich Kaffee gefärbt. Hier wieder so eine Paketpapierseite. Komm ruhig rein, Maus. Komm ruhig rein. Und das habe ich umgeklappt und dann zugenäht, sodass hier zwei Taschen entstanden sind.
Und ich habe überall die Fäden dran gelassen. Das mache ich sonst nie, aber irgendwie fand ich das cool. So, es ist schon ein paar Minuten später. Ich musste dann mal doch eben noch mal schnell ein bisschen Frühstück machen. Weiter im Text. Ich glaube, hier waren wir stehen geblieben, ne? Könnt ihr da das Muster sehen? Das ist auch wieder sowas, was ich draußen im Sommer einfach habe Luft trocknen lassen. Ich hatte das mit Kaffee gefärbt und habe da eine Schablone draufgelegt, die offensichtlich nicht sauber war. Da waren noch Reste von Blau und Pink dran. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ich kann es durchs Handy nicht erkennen, aber ich glaube, ihr werdet es hinterher erkennen können. Da sieht man so ein bisschen was, ne? Upsa. Ah. Da, diese Blätterform. Und das hat sich dann durch die Sonne quasi mit eingebrannt. Und das finde ich, das gibt einen so schönen Effekt. Also das werde ich diesen Sommer wieder machen. Ich habe beschlossen, dass ich nur noch im Sommer Papiere färben will, weil ich einfach, also ich finde diese Energieverschwendung, wenn ich die Papiere im Backofen trockne, die, ach, das, die ärgert mich einfach. Das will ich nicht. Das finde ich total blöd. Irgendwie finde ich, das ist Quatsch mit Soße. Also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich für mich habe entschieden, ich finde das doof. Und wenn wir so tolle Sommer haben, Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich zwischendurch immer wieder rumbellen muss. Wenn wir so tolle Sommer haben, in denen die Sonne knallt, dann kann ich das einfach bei mir im Garten auf den großen Tisch legen. Da kann man dann noch ein paar mit ein paar Steinchen beschweren, die geben dann auch noch mal einen hellen Abdruck und ja, hat dann eben tolle Effekte und das Ganze irgendwie ohne Energiekosten. Das finde ich super. So, hier wieder so ein Transparent. Ach, hier sieht man es besser. Super. Lange Rede ohne Sinn. Guck mal, da könnt ihr es gut erkennen, wenn der Fokus mitmacht. Irgendwie habe ich hier in diesem Keller ganz blödes Licht. Naja, weiter im Text. Also hier habe ich wieder genäht. Da habe ich dann noch mal eine meiner Lieblingsstanzen benutzt. Ihr seht, ich habe, ja, ich wiederhole mich eigentlich, ne? Ich habe ganz viel um die Ränder herum genäht. Es kommt jetzt im Grunde immer das gleiche Papier. Das war jetzt so die erste Signatur. Aber eigentlich habe ich die alle gleich aufgebaut. Deswegen blätter ich jetzt nur noch durch, ohne viel zu quatschen. Ich fand das eben toll, dass hier vorne immer so kleine Schnipselchen sind. Das hat mir gut gefallen. Hier dieses Umgeknickte finde ich ganz toll. Und das Gerissene, also das gefällt mir unglaublich gut. Hier habe ich einen Briefumschlag mit eingearbeitet und da auch wieder mit meiner selbstgemachten Strukturpaste drauf rumgemanscht. Die Strukturpaste ist ganz einfach. Ganz einfach, wenn ich es jetzt noch wüsste. Wie war denn das? Ich habe weißen Bastelkleber genommen, in diesem Fall hier Tacky Glue. Habe Babypuder mit reingeschmissen. Jetzt überlege ich gerade, habe ich mit Wasser verlängert oder nicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe mit Wasser verlängert, bis es eine gute Konsistenz hatte. Ja, Wasser, weißer Bastelkleber, Babypuder. Geht ganz gut soweit, aber ist irgendwie noch nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Volumen. Also ich habe es anscheinend zu flüssig gemacht. Vielleicht muss ich es mal dickflüssiger machen. Fällt mir jetzt beim Sprechen auf. Ja. Hier wieder das tolle Backpapier. Einzelne Schnipsel, hier so ein handgeschöpftes Papier, das auch, das finde ich ganz toll. Hier, das ist dieses Verpackungspapier, wovon ich vorhin lang und breit erzählt habe, was einfach viel zu dünn ist. Das ist oft so in Schuhkartons mit drin. Also was ich daraus mache, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Da hatte ich schon mal so eine Bordüre mit Stoff gemacht. Die habe ich einfach direkt mit dran genäht. Das finde ich auch toll hier. Oh, es gefällt mir so gut. Hier habe ich Eco-Dyed Paper. Da habe ich mit Pflanzen und Rost gefärbt. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das finde ich richtig schön. Und dann hier diese verschiedenen Stiche, auch wenn sie nicht gut, also sie sind nicht so rausgekommen, wie sie sollten. Da ist, ich glaube, der Unterfaden zu stramm. Ich habe keine Ahnung, aber trotzdem gefällt es mir. Auf der Rückseite sieht man, wie es aussehen soll. Ja, dann ist auf jeden Fall der Unterfaden zu stramm. Ja. Fühlt sich alles so toll an. Ah ja, eine CD-Hülle hatte ich wieder gefunden. Die habe ich da auch mit reingepackt. Hier wieder dieses tolle Seidenpapier. Ah, und da habe ich auch schon so ein bisschen drauf gebastelt. Hier dieses, das hier, ist die Verpackung aus einem Restaurant für Essstäbchen gewesen. Die habe ich mitgenommen und dann da einfach so draufgeklebt. Und das hier ist so ein Papierrest, so ein Schnipsel gewesen von meinem Masterboard. Hier, das sind noch so ein paar Schnipsel.
Was habe ich denn daraus gemacht? Damit habe ich auch letztens gebastelt. Ich glaube, ich habe so ein paar Karten ausgeschnitten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwie bastel ich ganz viel und lasse aber nie. Nee, ganz viel ist übertrieben. Ich bastel hin und wieder und vergesse aber immer, dann die Kamera dabei laufen zu lassen, weil ich mir denke, ach nee, ich bastel jetzt erstmal vor und erst wenn es was geworden ist, dann bastel ich es nochmal nach mit Kamera. Aber dann habe ich keinen Bock mehr drauf, das nochmal nachzubasteln. Und deswegen ist das ist irgendwie doof. Ja. Ah, hier auch. Aus diesem Masterboard habe ich einfach so eine Spirale rausgeschnitten und ich fand, die könnte hier ganz gut hinpassen, aber ich habe sie noch nicht draufgeklebt. Ja. Ich bin. Ah, hier noch so ein Stückchen Wolle. Ich bin wieder ganz viel durch mein Bastelzimmer durchgegangen, weil es mir nicht so gefällt, wie es gerade ist und habe ganz viel aussortiert, damit ich es demnächst wieder umräumen kann. Und beim Aussortieren habe ich eben auch ganz viele Bücher aussortiert, indem ich mir die Bilder, die ich aus den Büchern benutzen wollte, alle rausgerissen habe. Hier ist die Rückseite des Umschlags. Die muss ich dann natürlich noch öffnen, ne? Mache ich jetzt nicht. Rausgerissen habe und sortiert habe nach Größen und dann werde ich die Bilder alle ausschneiden, um sie dann für Embellishments nutzen zu können. So unter anderem, so als Beispiel. Habe ich hier so eine super tolle dicke Hummel. Könnte auch eine Biene sein, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist eine Hummel. Oder hier sowas. So, und dann guck ich halt so ein bisschen irgendwelche Serien oder Filme und dabei schneide ich dann aus. Und dann habe ich so ein paar schöne Sachen eben schon vorausgeschnitten, die ich dann einfach nur noch verbasteln kann. Das ist zum Beispiel was aus einem Kunstbuch von. Ich glaube, Alfons Mutscher, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Der hat ganz tolle Bilder gemalt und die möchte ich halt alle gerne verwerten. Hier ein bisschen was von der Spitze, die ich auch vorne auf dem Softcover benutzt habe. Rechenpapier mit Kaffee gefärbt. Das ist Backofen getrocknet. Das sieht man hier an den Linien. Da habe ich noch Backofen getrocknet. Hier wieder ganz viel genäht. Da könnte man auch einfach mal dann was ausschneiden. Ich glaube, das werde ich, also auf irgendeiner der Seiten werde ich das machen. Das ist natürlich jetzt der Nachteil, dass ich die Signaturen eingenäht habe. Jetzt kann ich nicht im Nachhinein nochmal irgendwo so ein tolles Blatt hinnähen, das ich dann ausschneiden kann. Hier wieder eine der Bordüren, die ich aus Resten gemacht habe. Ecodyed Paper. Wieder eine Bordüre. Das ist so simpel, ne? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, die ich einfach nur übereinander geschichtet und zusammengenäht habe. Und das ist so hübsch. Ich finde es toll. Ah, wieder ein Umschlag. Da sieht man es wieder ganz toll. Ja, und auch da in der Mitte der Signaturen habe ich natürlich immer sowohl oben, damit das Softcover befestigt ist, als auch unten fürs Softcover und dann halt in der Mitte nochmal, damit die Signaturen an sich auch zusammenhalten, zusammengenäht. Also habe ich in jeder Signaturmitte mindestens 3 Fäden. Die habe ich alle lang gelassen. Deswegen gibt es hier unten auch, das seht ihr gar nicht, ne? Da. Da hängen die ganzen Fäden runter. Und ich hatte mir gedacht, da mache ich dann irgendwann mal ein paar Perlen oder sowas dran. Mal schauen, was es dann so gibt. Hier wieder so ein Restchen. Ah, da könnt ihr es auch sehen. Das ist auch wieder von der Sonne. Also frisches kaffeegefärbtes Papier, noch feucht, dann eine Schablone drauflegen, an der Sonne trocknen lassen und dann drückt sich die Schablone durch die Sonne quasi durch auf das Papier. Und das ist echt super. Ich finde das so schön. Auch hier das Genähte. Viele verschiedene Stiche ausprobiert. Hat echt Spaß gemacht. Ja, da habe ich rumgesaut. Die Seite finde ich gut, die mag ich nicht. Da finde ich das Rosa ganz blöd da drin. Das Gelb mag ich auch nicht. Mal gucken, was ich daraus mache. Ah ja. Das ist der Briefumschlag. Ja, hier auf der Klebefläche konnte ich natürlich nichts durchmatschen. Da muss ich mir mal überlegen, was ich da drauf mache. Denn da habe ich ja an die Lasche schon was dran genäht, sonst hätte ich die Lasche einfach umknicken und kleben können und dann aufschneiden können. Mal gucken. Vielleicht reiße ich es auch einfach noch so ein Stückchen ein, wäre auch eine Idee. Weil dieser Kleber, der da drauf ist, der ist einfach doof. Ja, hier wieder Papier mit Pflanzen und Rost gefärbt. Im Hintergrund eine Schablone benutzt, das war's.
zwischendurch mal so eine Klappe mit eingebracht. Mal gucken, was daraus wird. Hier auch. Ich finde dieses, das Geräusch und die Haptik dieses Papiers, dieses Backpapiers, so toll. Auch das hier. Ja, also hier ist viel Potenzial, wie ihr seht. Ich glaube, ich werde das nie voll kriegen. Das finde ich auch toll hier. Mal schauen. Oh ja, das gefällt mir gut. Das ist auch eine Stanze, Schablone. Auf der ersten Seite hatte ich euch das gezeigt. Da hatte ich hier nur diese eine Blüte schabloniert. Oh mein Gott, erst huste ich euch voll und dann gähne ich euch voll. Ich liebe diese Schablone. Ich finde die so schön. Und dann hier wieder so ein dickes Teil dabei, hier mit Jeansrest drauf. Also es ist echt schwer. Ich vermute, das Journal wird irgendwann aus allen Nähten platzen. Da hier habe ich es wieder umgeknickt, diesmal nicht festgeklebt. Das will ich noch öfter machen. Also das Festkleben da drin ist einfach blöd. Hier ist wieder dieses ganz dünne Papier. Mal gucken, was es wird. Können wir schon mal so ein bisschen. Oh ja, das finde ich gut. Also habt keine Angst davor, in euren Journals mal was kaputt zu machen. Weil etwas kaputt zu machen heißt ja nicht, dass man es zerstört, sondern dass man etwas neu macht, dass daraus was Neues entsteht. Das finde ich zum Beispiel jetzt gerade total cool. Ich muss nur hinkriegen, dass es geplättet ist. Oh, vielleicht nähe ich da drüber. Das wäre ja eine Idee. Oh, cool. Guck, schon viel besser die Seite. Gefällt mir direkt richtig gut. Hier habe ich um so eine Klappe drumherum genäht. Demnach ist das jetzt hier ja eine Tasche geworden. Mal gucken, was ich dahinter mache. Und auch da habe ich wieder ein bisschen schabloniert. Die Farben gefallen mir sehr gut. Wenn ich wüsste, was es war. Von Stamping Up. Wartet mal, ich guck mal eben. Savannah und... Boah, wenn ich das lesen könnte. Mangogelb ist es, glaube ich. So, das ist ein Stückchen Resttapete gewesen. Das finde ich gut. Das gefällt mir auch richtig toll. Hier haben wir wieder eine Tasche. Und da habe ich mit zwei Farben schabloniert. Das gefällt mir richtig gut. Auch das ist eine neue Schablone, die ich habe. Ich habe irgendwie in den letzten Monaten immer wieder mal neue Schablonen gekauft. Ich habe euch die Holz dazu nicht gezeigt, weil ich ja weniger Holz machen wollte. Aber es ist ganz schön schwer, davon wegzukommen, Holz zu drehen. Also ich habe hier noch zwei Kartons stehen, die ich eigentlich gerne abfilmen würde, weil das wirklich tolle Holz sind. Das sind super schöne Einkäufe, die ich gemacht habe. Und ich weiß, dass diese Einkaufsvideos eben auch ganz viele Klicks geben und ganz viele neue Abonnenten generieren. Aber es ist ja eigentlich nicht das, was ich will. Ich möchte ja keine Abonnenten, also versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht Leute haben auf dem Kanal, die nur deshalb kommen, weil sie sehen, was ich einkaufe, weil der Umkehrschluss bedeutet ja, dass ich viele einkaufen muss, damit ich viele Abonnenten habe. Und diesen Umkehrschluss mag ich nicht. Ich möchte ja eigentlich Leute haben, die gerne gucken, wie ich gebastelt habe. Aber dafür müsste ich einfach mal Videos machen, in denen ihr seht, wie ich bastel. Oh, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Ihr wisst schon, ich habe ja eben schon drüber gesprochen. Dann bastelt man so los und macht die Kamera nicht an, weil man sich denkt, man bastelt erstmal vor. Schwuppdiwupp hat man keinen Bock mehr, das Gleiche nochmal zu basteln und dann hat man es nicht gefilmt. Das finde ich auch schön. Die schwarze Seite gefällt mir auch. Hätte ich auch noch mehr Form mit reinbringen können. Na? Ich glaube, wir sind schon am Ende, ne? Ja. Das war es jetzt fast. Da habe ich noch nichts gemacht. Da wieder dieses super dünne Papier. Vielleicht mal in die andere Richtung knicken. Ja, doch, so rum könnte ich es machen. Dann könnte ich es auf das Weiße hier aufnähen. Wäre auch eine Idee. So. Ah, hier habe ich schon eine Tasche gemacht. Ja, das war's. Die Tasche ist von einem Kleid meiner Kinder. Und irgendwie finde ich die ganz toll. Ich würde die gerne mit anbringen. Ich hatte die schon vorne innen angebracht. Ist aber total blöd, weil es dann immer so flappt. Ich weiß noch nicht, wo sie hinkommt. Die liegt jetzt hier einfach so lange drin, bis mir einfällt, was ich damit machen könnte. Ich meine, ich könnte sie natürlich da und da und da und da und hier unten nochmal festnähen. Dann flappt sie nicht mehr, aber irgendwie passt sie halt auch farblich überhaupt nicht dazu. Mal gucken. Ja, das war es soweit. Mehr habe ich noch nicht gemacht.
Und jetzt hatte ich mir überlegt, ich will halt ein bisschen mehr Farbe da reinbringen. Und ich habe mir ein paar Spray-Stains und Oxide-Sprays gekauft. Ob ich die da jetzt nicht einfach drauf matsche. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, welche Farben ich nehme. Also ich habe mir jetzt ein paar Farben ausgesucht, aber ich bin total unsicher, ob die mir gefallen in dem Buch. Deswegen probiere ich die jetzt einfach aus. Ich habe hier einmal Crushed Olive als Oxide Spray. Ach, aufmachen wäre eine tolle Idee. So, geöffnet sind sie jetzt. Genau, Crushed Olive wollte ich mit anfangen. Schön. Dann habe ich Crepe Burlap. Bisschen groß. Ja, passt aber auch. Victorian Velvet. Kitsch Flamingo, da gehe ich jetzt schon von aus, dass es nicht dazu passt. Wobei geht, ne? Dann passt Crushed Olive nicht mehr so gut dazu. Seedless Preserve als Spray Stain. Ist das schön. Guck mal, die drei passen ja ganz gut zusammen. Aber ich will es gar nicht so pinklastig haben. Salvage Patina auch als Spray Stain. Ja, das muss auf jeden Fall mit rein. Und Villainous Potion als Oxide Spray. Okay, Villainous Potion nehme ich auf jeden Fall. Salvaged Patina nehme ich. Jetzt frage ich mich gerade, welches ich hiervon nehmen sollte. Ich glaube, Victorian Velvet. So. Frayed Burlap kann ich nehmen. Da habe ich schon vier Farben zusammen. Ich glaube, die anderen nehme ich nicht. Das ist mir zu dunkel. Das Grün passt auch nicht so richtig. Also, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme erstmal nur die vier. Ja. Mal schauen. Mal schauen, wie es wird. Die Hunde spielen. Apropos die Hunde, ich habe es euch noch gar nicht gezeigt, ne? Super, jetzt müssen sie natürlich genau an meinen Füßen spielen. Das ist Schnute. Schnute ist neu bei uns. So, genug Hunde. Jetzt wollen wir mal gucken, wie ich euch hier färben kann, ohne dass ich mir den Stoff hier einsaue. Das finde ich echt schade. Guck mal, so geht's doch. Wasser. So. Ach, super. Wasser auf Tastatur kommt bestimmt gut, Mareike. So, ordentlich Wasser drauf. Mit welcher Farbe fangen wir denn jetzt an? Na komm, bin ich mal mutig. Salvaged Patina. Dann ein bisschen Villainous Potion mit drauf. Ordentlich Wasser drüber, damit es sich auch gut verteilt. Ja, und Frayed Burlap mache ich auch noch drüber. Uff. Nee, will ich gar nicht so viel. Ist mir zu braun. Brauche ich nicht.
Guck. Dann mache ich lieber noch ein bisschen Victorian Velvet drüber. Ja, das finde ich besser. Nochmal ordentlich Wasser dazu, damit es schön nach unten laufen kann. Und wenn es jetzt gleich eingesickert ist, muss ich es trocken föhnen. Ich bin mal gespannt. Okay. Nee, das ist nicht so schlau. Sieht bis jetzt schon mal ganz gut aus, finde ich. Ja, ich föhne das mal trocken, dann schauen wir mal weiter. So, jetzt ist es getrocknet, das ist schon der nächste Tag. Ich habe sowohl von oben als auch von der Seite als auch von unten mehrfach besprüht. Und ich habe tatsächlich später noch Crushed Olive mit dazu genommen, weil das dann doch einen guten Farbton ergab. Und sogar Frayed Burlap habe ich dann noch mit benutzt. So, und ihr seht schon hier, da ist schon viel Farbe zu sehen. Im Vergleich zu vorher ist das also jetzt wirklich also mega geworden. Ich bin total begeistert. Da ist es mir ein bisschen zu viel, aber es ist halb so wild. Da kann ich ja noch was drüber dekorieren. Das finde ich besonders schön, wie das so unterlaufen ist. Aber zumeist kann ich alles drauf. Ne? So könnt ihr es besser sehen. Das finde ich super schön. Oh. Ja, hier auf die kurzen Seiten ist nichts gekommen. Ich bin tatsächlich noch zweimal durch das Buch durchgegangen und habe dann auch ein paar von den kurzen Seiten besprüht, hier zum Beispiel. Aber letzten Endes habe ich mir gedacht, es muss ja nicht alles bunt sein. Möchte ja auch noch ein bisschen Platz haben, um das später dann noch zu bearbeiten. Ich blätter das jetzt nur so durch. Ihr habt es ja vorher schon gesehen beim Durchblättern und seht halt jetzt den Unterschied, ne? Das ist auch richtig schön geworden. Das ist das Crushed Olive. Das finde ich toll. Und das ist dann in Verbindung mit dem Salvaged Patina zusammen grün geworden. Finde ich auch total toll. Gerade dieses Papier hat das echt, oh, richtig liebevoll aufgesaugt. Aufgesaugt, aufgesogen, aufgesaugt. Ihr wisst schon. Das finde ich auch toll. Es hat einen riesen Spaß gemacht, so rumzusauen, aber meine Finger, die sahen hinterher so aus. Ich habe es kaum abbekommen. Also es war wirklich mühselig, die Hände danach wieder zu reinigen. Ich hatte gestern, als es frisch war, noch den Eindruck, dass es vielleicht zu viel war, dass ich mich habe hinreißen lassen. Das hier unten finde ich besonders schön. Aber jetzt, so nach einem Tag Abstand, das nochmal durchzublättern, sagt mir, ich habe alles richtig gemacht. Das finde ich auch schön, wie das so verlaufen ist. Da, wunderschön der Farbverlauf. Total klasse. Backpapier nimmt nicht gut Farbe an. Also es nimmt Farbe an, aber es dauert ewig, bis es trocknet und hat dann meistens nur so Pünktchen und nimmt keine großflächigen Farben an. Deswegen habe ich meistens dann auch weggetupft vom Backpapier. Na, guck mal, hier ist auch nur ganz wenig Farbe angekommen. Ja, ist sehr lila-lastig geworden. Obwohl ich echt viel von dem Türkis genommen habe, aber das Lila ist halt so dunkel, dass es das Türkis immer gleich, ja, vereinnahmt hat. Deswegen bin ich hinterher eben noch
Da, das finde ich total schön. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich hatte nämlich diese Seite nur von hier bearbeitet. Ich habe viel Wasser drauf gegeben, dann verschiedene Farben, habe das zusammengedrückt und habe es zugeklappt, das Buch. Und als ich es hinterher geöffnet habe, war diese Seite halt sehr verknittert, weil die so feucht war und hat halt hier diesen tollen Abdruck gegeben. Und das finde ich super schön. Ja, weil das so lila-lastig war, habe ich eben später noch Crushed Olive mit dazugegeben und wäre am liebsten nochmal durchs ganze Buch gegangen mit den neuen Farben. Ich sage mal Buch, ne? Journal. Das finde ich auch richtig schön. Das gefällt mir total gut hier. Oh, ist das schön. Das auch. Guck mal, wie das hier verlaufen ist. Wunderschön. Und so passt es halt auch perfekt, ne? Mein Gott. Ja, da sind wir schon in der letzten Signatur. Da bin ich froh, dass ich's, dass da nicht so viel drauf gekommen ist. Das finde ich ganz gut. Oh, das ist sogar noch ein bisschen feucht. Das finde ich auch richtig schön. Ach ja, hier diese, genau. Wo war sie denn? Die Seite mit dem tollen Abdruck. Da. Das war die Seite mit den Flecken, die ich so doof fand. Hier sieht man noch die Flecken. Das ist der Briefumschlag. Und hier war die Seite mit den zu vielen Flecken, da wo es mit zu bunt war, wo die Farben nicht so toll passten. Und deswegen habe ich da so viel drüber gegeben. Und jetzt ist die Seite weg und das gefällt mir ganz gut. Das hier finde ich super toll. Das ist wirklich noch feucht. Das muss ich gleich nochmal föhnen. Das finde ich richtig schön. Das gefällt mir voll gut. Und guckt euch das an. Der Hammer, oder? Der Hammer. Ja, also diese Sauerei hat mir einen Riesenspaß gemacht. Das finde ich auch unglaublich schön. Ja, da hat das Backpapier ein bisschen was aufgenommen. Ja, und das, obwohl ich, als ich diese Testsprühe in das andere Büchlein gemacht habe, fand, dass die Farben dann doch nicht so gut zusammenpassen, finde ich, dass sie jetzt hier echt richtig gut wirken. Na, hier ist auch einiges drauf gekommen auf den Stoff. Da hätte ich mir mehr gewünscht, aber dieses Papier nimmt einfach nicht gut auf. Und beim Schwarzen hätte ich mir auch mehr gewünscht. Das finde ich schon sehr schön. Aber da ging auch nicht mehr. Hier ist wieder Backpapier. Das ist die einzige Seite, die wirklich viel aufgenommen hat. Und das sieht auch immer noch feucht aus und färbt auch ab. Aber es ist nicht feucht. Es bleibt einfach nur nicht auf dem Papier. Da, wunderschön. Die Seite finde ich auch sensationell. Ja, die Seite musste ich dann umknicken, weil es irgendwie zu groß war, aber ich finde es trotzdem total toll. Ja, jede Seite ein Kunstwerk für sich. Oh, du hast da gar nicht rein. Ja, auch das passt. Und das war's. So sieht es erstmal aus. Wenn ich weiter darin arbeite, nehme ich euch mit. Ich hoffe, ich denke daran, dann die Kamera einzuschalten. Als nächstes habe ich vor, ich hab euch ja schon erzählt, dass ich ein bisschen gebastelt habe, ohne die Kamera einzuschalten. Und zwar habe ich sowas hier gemacht, aus meinen Masterboards, die ich jetzt seit über einem Jahr liegen gelassen habe. Da habe ich Blümchen rausgeschnitten und die dann hinterher noch ja, umnäht und auch Pilze. Ihr seht, das ist sehr krakelig. Ich kann nicht gut nähen. Hä, passt das mit dem Fokus? Ich sehe das nicht. Jetzt, ne? Wartet mal. Moment. So wird das nichts. Blätter habe ich gemacht. Finde ich total schön. Da habe ich so einen Spaß dran gehabt. Finde ich richtig gut. Dann hier so vereinzelte Pilze. Mal in riesig, mal in kleiner. Immer mit verschiedenen Stichen. Ist doch wieder ein bisschen höher mit der Kamera, ne?
Ah ja, so rum. Da auch so ein Mini-Pilz. Immer schön die Fäden dran gelassen. Mal gucken, was es dann hinterher damit anzufangen gilt. Und eben, wie gesagt, solche Blumen finde ich ganz toll. Finde ich super. Die könnte ich natürlich auch noch färben. Also die Blumen waren schon echt eine Sisyphusarbeit, sagen wir es mal so. Ihr seht, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie andere das machen, wie gute Näherinnen das hinkriegen, so einen wunderschönen runden Bogen zu nähen. Ich kann das nicht. Ich habe mich so schwer damit getan. Also ich habe mir echt einen abgerackert, aber ich finde, das Ergebnis ist trotzdem super schön. Guckt euch mal die hier an. Also ganz toll. Ich habe da einen Riesenspaß dran gehabt. Wie gesagt, nur an den Blumen hinterher nicht mehr. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich hatte schon so viele ausgeschnitten. Und nur ausgeschnitten ohne die Naht sahen die halt nicht nach Blumen aus, sondern nach irgendeinem, ja, wolkenähnlichen Gebilde. Und deswegen musste ich die halt noch benähen. Was sollte das denn werden? Ich weiß es nicht. Ein halber Pilz, ein halbes Blatt? Ich habe keine Ahnung. Da sieht man richtig, wie krakelig ich genäht habe. Aber ich finde, es ist cool und es hat was. Den finde ich ganz toll. Den finde ich richtig toll. Hier ist noch ein Blatt. Ich weiß nicht, von welcher Seite. Also ich habe es mir da mit Kugelschreiber aufgemalt. So rum gehört es. Und noch mal zwei Pilze, die ich richtig cool finde. Dann habe ich noch so Pilzlandschaften ausgeschnitten. Ich hatte das irgendwo bei irgendeinem YouTube-Video gesehen. Also wie gesagt, das war auch so ein. Jetzt habe ich das Wort dafür vergessen. Also ich habe meine ganzen Papierreste hatte ich doch in einem Block zusammengeklebt, so dass ein großes Blatt daraus entsteht. Und daraus habe ich das dann eben gemacht. Da Pilze aufgemalt. Ausgeschnitten, finde ich cool. Klar, muss man noch weiter bearbeiten, aber finde ich richtig, richtig cool. Dann die hier. Die sind ein bisschen wabbelig. Also, wenn ihr sowas nachmacht, gebt ein bisschen mehr Boden dazu, weil, guck mal, es hält nicht. Ah ja, da sieht man auch, da muss ich eigentlich noch ein Stückchen ausschneiden. Ja, das mache ich auch. Das mache ich mit einem Skalpell. Aber ich finde es richtig cool. Ich fand diese Idee so toll. So, und das war eben das erste, so ein großes, langes. Und hinterher kam ich auf die Idee, das einfach in der Mitte durchzuschneiden oder auch einzelne Pilze zu machen. Und ich finde es super. Wie gesagt, ich habe da einen riesen Spaß dran gehabt und habe den ganzen Tag damit verbracht. So, und dann, wie war denn das? Ach ja, dann wollte meine Kleine, Marlene, wollte ein Kotzmonster nähen. Und zwar sollte das ein Monster werden, dass wenn man wütend ist und sich alles blöd ist, dass man dann knautschen und werfen und treten und auf den Boden schmeißen darf. Total klasse. Und dann hat sie eine Skizze gemacht und wir haben das genäht. Ich habe es leider gerade nicht hier, sonst würde ich es euch zeigen. Ich habe nur das Monster von meiner Großen hier. Die hat mir auch ein Wutmonster genäht. Das ist das Wutmonster von meiner Großen. Finde ich super lustig hier mit den Haaren dran und mit den lockeren Armen und Beinchen. Finde ich ganz knuffig. So, und das von meiner Kleinen, das ist so, sieht eher aus wie eine dunkelgraue Pfütze. Und da haben wir ein paar Augen und einen Mund mit Vampirzähnen drauf genäht. Und dann wollte sie das von dem Kotzmonster so Säuretropfen runterhängen. Und dann hat sie diese Säuretropfen ausgeschnitten, die hier, und dann passten die da aber nicht dran. Und dann hat sie das also diese Idee verworfen. Und ich habe mir gedacht, boah, das sieht aus wie ein Blatt. Und dann habe ich eben halt diese Blattstruktur da drauf genäht und war total begeistert. So kam ich eben auf die Idee, auch aus Stoff einfach mal so ein paar Blätter zu nähen. Das waren, wie gesagt, die Säuretropfen vom Kotzmonster von Marlene. Super Idee. Und das habe ich dann einfach weitergemacht. So, dann habe ich die hier noch gemacht. Die könnte ich mir dann auch noch einfärben. Ich finde das super. Dann hatte ich noch so ein bisschen grünen Stoff mit Punkten übrig.
Und dann wurde ich immer fauler und dann habe ich einfach so auf einen Sonnenstreifen gleich zwei gemacht. Das hier war eine alte weiße Jeans. Und hier auch. Das könnte ich dann einfach in der Mitte durchschneiden, wenn ich wollte. Oder ich benutze das so als, weiß ich nicht, Banderole oder was auch immer. Ich war auf jeden Fall total im Stoff- und Nähfieber. Denn ich hatte den Tag zuvor schon ganz viele Blumen aus Stoff ausgestanzt. Ich hatte vorher noch nie Stoff ausgestanzt und habe das dann einfach mal gemacht. Ich hatte so ein paar Stoffreste noch. So, und habe alle Blumen Stanzen mir geschnappt, die ich so habe, und habe einfach nur gekurbelt den ganzen Tag. Finde ich super schön. Denn ich hatte ja zuvor schon, das weiß ich gerade nicht, doch da, wo sie sind. Die habe ich euch schon gezeigt. Die habe ich ja aus Papier gemacht. Die und die hier und dann noch ganz viele neu ausgestanzt und den Rest habe ich halt noch nicht fertig gemacht. So. Und dann dachte ich mir, hey, die kannst du ja auch aus Stoff machen, ist vielleicht noch schöner. Und deswegen habe ich halt diese Stoffblumen alle ausgekurbelt. Ganz viele. Da, eine ganze Dose voll. Und die möchte ich dann halt gerne ja irgendwann zusammensetzen. Beispielsweise so. Das liegt jetzt nur übereinander. Und dann könnte man ja noch, weiß ich nicht, je nachdem, wie es halt gerade so passt. Nee, das eher nicht, aber so vielleicht. Genau. Also im Grunde das Gleiche, was ich halt hier mit den Papierblumen gemacht habe, möchte ich mit den Stoffblumen auch machen. Sondern hatte ich eben noch ein bisschen was übrig und habe noch so ein paar Rosetten zusammengenäht. Und da könnte man dann ja auch, wo habe ich es denn? Da so ein Stoffblümchen noch draufsetzen. Dann mit den Sprays, die ich fürs Buch benutzt habe, das Ganze noch ja, besprühen. Vielleicht noch ein bisschen Gilding Wax obendrauf. Und dann entweder einfach so in so ein Journal einfügen oder vielleicht an eine Büroklammer dran heften oder wie auch immer. Oder als Anhänger. Man kann ja auch hier eine Öse durchmachen, ne? Und das dann als Anhänger fürs Journal nehmen. Wäre ja auch eine Idee. Ja, so habe ich jetzt hier ganz viel vorgearbeitet, bin aber eben noch nicht dazu gekommen, es zu verarbeiten. Ja, das waren die Momente, in denen ich euch nicht dabei hatte. Und das sind eben die Dinge, die ich gerne noch in das Journal mit einbringen möchte. Und wie gesagt, nächstes Mal nehme ich euch dann mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, da würde ich mich echt riesig drüber freuen. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nicht mehr meine Videos verpassen wollt und informiert werden wollt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und ja, schreibt mir mal unter das Video, was euch am besten gefallen hat oder ob ihr Tipps oder Tricks habt, was ich besser machen könnte oder ob ihr noch zusätzliche Ideen habt, was ich tun könnte. Also immer her damit mit eurem Input. Ich freue mich sehr darüber. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss!